Morgen. Lass uns mit dem Gebet starten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir starten dürfen, Herr. Danke für den neuen Tag. Danke dir für deine Liebe, Gott, und für das Privileg, dich kennen zu dürfen und mit dir leben zu dürfen, Herr. Bitte dich, Herr, dass du uns da neue Erkenntnisse schenkst und dass wir mehr und mehr, Herr, das lieben, was du liebst und auch wirklich dich immer besser kennen und dir so folgen, wie es, wie du es für uns geplant hast, Herr. Wir lieben dich, Herr, und wir möchten wirklich mehr von dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Kurz bevor ich nach Deutschland kam, hatten wir bei uns im Laden, also ich saß in der Nähe, also wir haben so ein Nachbarcafé und wir haben Angestellten bei uns im Laden gehabt und er ruft mich auf einmal an, ich war im Café und dann sagt er, Ronaldo, ich hab's nicht sehen können, aber war gerade mit einem anderen Kunden beschäftigt, und wo er das schon gesagt hat, wusste ich schon so gleich, was los war und dann meinen Computer zugemacht und bin rausgelaufen und sagt so, ja, und jemand hat was geklaut. Ist rausgelaufen mit einem Skateboard, hat ein Skateboard geklaut. Sag ich, okay, wo ist er lang? Und hat ihm erklärt, wo er lang ist, und ich bin ihm hinterhergelaufen und habe ihn ein bisschen ausgetrickst, weil er mich gesehen hat. Also er hat nach hinten geschaut und ich war voll am Laufen, versuchte ihn zu erwischen, und er hat unser Skateboard unter seinem Arm gehabt und ist mit seinem gefahren sozusagen. Und habe gewusst, dass die zwei Straßen sich treffen werden, bin zu anderen gelaufen und irgendwann mal war ich auf seiner Höhe und er hat nicht gewusst, dass ich ihm hinterher bin, weil er mich vorher nicht gesehen hatte und oder nicht im Laden gesehen hatte. Und dann bin ich zu ihm hin und wo ich auf seiner Höhe war, bin ich dann zu ihm rübergesprungen, habe das Skateboard genommen, habe ihn weggeschubst und habe gesagt so, das ist meins und du bist jetzt nicht mehr bei uns im Laden willkommen. Und ich bin mit dem Skateboard dann zurückmarschiert in den Laden und die Leute, die da waren, haben dann gemeint, oh, guck mal, da kommt der Held. Und ich dachte mir, oh, wen meint ihr? Oh, mich? Oh, wow. War ein angenehmer Moment, aber bis zu dem Moment, wo, als ob Jesus zu mir gesprochen hat, so, bist du tatsächlich ein Held? Und als würde Jesus mich fragen, hast du an diese Person gedacht? Hast du in dem Moment, wo du ihn weggeschubst hast, hast du an seine Seele gedacht? Hast du daran gedacht, was ihn dazu geführt hat, das zu tun, was er tut? Und es hat mich krass getroffen, weil ich in dem Moment tatsächlich nicht daran gedacht habe. In dem Moment ging es mir nur darum, mein Skateboard zurückzubekommen. Und habe mich wirklich so stark gefühlt in dem Moment, in dem ich gesagt habe, komm bloß nicht wieder. Danach hat es mich, hat mich schon traurig gelassen, dass ich in dem Moment nicht daran gedacht habe, kennt diese Person oder hat diese Person jemals die Möglichkeit gehabt, Jesus kennenzulernen. Und ich weiß, dass wir in dem Moment dann sagen, ja, aber man muss auf sich aufpassen und immerhin hat er von dir gestohlen, dich respektlos behandelt, dein Geschäft respektlos behandelt, man muss Grenzen setzen, und es ist dein Recht, ne? Also es kommen so viele Gedanken, die dann dafür sprechen, aber ich muss dann an Geschichten wie Paulus denken, der gesteinigt wurde, aus der Stadt rausgetragen wurde, für tot erklärt wurde. Und wir sehen, dass dem Evangelium zuliebe steht er auf und geht in die gleiche Stadt zurück. Und für mich war es ein Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte mehr Liebe für Menschen haben. Ich möchte mehr Liebe für die verlorenen Seelen haben. Ich möchte wirklich, wenn ich liebe diesen Vers in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Ich finde, es zeigt so schön Jesus' Herz. Und ich möchte, wenn
Denn ich möchte Jesus Herz in mir tragen. Und die Bibel sagt hier, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich, von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte aussende. Und ich möchte genau dieses Empfinden haben, das Jesus hat, wo er die Menge sieht und er sieht, ey, die Leute, die sind ermattet, sie sind, als hätten sie keinen Hirten, als hätten sie keine Väter, als hätten sie nie vielleicht überhaupt die Möglichkeit gehabt. Ich weiß nicht, wie es diesem jungen Mann ging, der bei uns im Laden geklaut hat, aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, warum er klaut. Und ich denke, wir wachsen oft so privilegiert auf, dass wir es für selbstverständlich achten. Aber an dem Tag dachte ich mir, Mann, ich möchte dieses Empfinden, ich möchte dieses Mitleid mit den Leuten haben. Ich möchte sehen, also natürlich, es gibt einen Unterschied, würde ich mal sagen, also die Sünde hassen, aber den Sünder lieben, wie es Christus getan hat. Den Sünder mit Mitleid anschauen und sehen, dass das Thema dieses Jahr hier bei uns in der Gemeinde ist Hoffnung. Ne, und ich, eine Sache, die ich an Jesus liebe, ich habe gestern auch ein Gespräch mit jemandem gehabt bei uns im Laden, sag ich, die Sache, also das, was ich an Christus so liebe, ist nicht, dass er nur Hoffnung gibt, sondern er ist Hoffnung. Wir finden in ihm jemanden, der er ist die Person Hoffnung. Und in ihm finden wir Hoffnung und wir haben diese Möglichkeit, Leuten Hoffnung weiterzugeben. Leuten, die noch nie Hoffnung überhaupt erfahren haben, zu ihnen hinzukommen und sagen, hey, es gibt Hoffnung für dich. Und in dem Fall war es tatsächlich eine Person, wo ich denke auch, die drogenabhängig war, aber es gibt keinen hoffnungslosen Fall für Gott. Und wir tragen diese Hoffnung in uns. Und ich habe diese Tage einen einen Kurzfilm gesehen, wie jemand so kleine Goldbarren gehabt hat, die $2000 wert waren. Und er hat mal einen Test gemacht und hat gesagt, ich werde nur auf die Straße gehen und versuchen, es Leuten anzubieten. Und viele Leute haben Nein gesagt. Ne? Also es gibt ja viele Gründe, weshalb wir Nein sagen zu Sachen, die uns an der Straße angeboten werden. Aber er ist den Leuten gesagt, nimm, es ist deins, es ist deins. Und viele Leute haben Nein gesagt. Und er hat gesagt, hey, ich fühle mich gar nicht, also mich stört's nicht, dass sie Nein sagen. Es ist traurig, dass sie Nein sagen, aber mich stört's nicht. Und ich glaube, dass oft wir auch vielleicht das Evangelium nicht verkündigen, das Wort nicht predigen, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Wir haben Angst vor Ablehnung von Fremden. Aber es ist nur aus einem Grund, weil wir nicht wissen, was wir ihnen anbieten. Wir wissen nicht, wie wertvoll das ist, was wir in unseren Händen haben. Ne? Der Mann hat gemeint, mir ist es nicht schade, weil es sind $2000, die ich vielleicht nicht verliere. Ne? Und ich glaube, wenn wir überlegen, also das Evangelium ist so viel mehr wert als ein Skateboard aus meinem Laden. Es ist so viel mehr wert als diese Goldbahn. Und ich denke, wenn wir verstehen, wie viel wir in unseren Händen halten, wie viel dies wert ist, wenn wir davon sprechen, dass etwas ewiges Leben gibt. Die Bibel spricht so oft davon, dass das Gold dieser Welt, es ist nichtig gegenüber dem, was Gott uns anbietet. Ne? Wenn wir verstehen, wie viel das wert ist, was Gott uns anvertraut hat. In Epheser Kapitel 3, Vers 8. Epheser 3, Vers 8, da sagt, schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und ich finde es so schön, wie er sagt, hey, Folgendes, ich bin der Allergeringste. Und vielleicht ist es genauso mit uns, wir fühlen uns vielleicht nicht einmal wert, wegen unserer Vergangenheit, wegen dem, wo wir herkommen, wegen dem, was wir gerade durchmachen. Aber er sagt hier, ich bin der Allergeringste. Aber mir ist etwas anvertraut worden,
Und zwar, ich darf, mir ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und er sagt, ich bin zwar der Geringste, aber was ich habe, ist unausforschlich reich. Und das darf ich den Leuten anbieten. Ich habe diese Tage wir hatten einen Gottesdienst bei uns auf Hawaii in der Gemeinde, wo ich bin. Und dann der Pastor hat gemeint, so, lass uns mal spezifisch für jemanden beten. Spezifisch für eine Person in deinem Leben. Bete für eine Person in deinem Leben. Und bete dafür, dass sie eine Begegnung mit Christus hat. Und ich habe für einen Kumpel von mir gebetet, er heißt Joey. Er ist auch ein Ladeneigentümer gleich neben uns. Hat richtig leckeres Eis. Gefährlicher Nachbar. Genau, ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass er dir begegnet. Ich möchte, dass er Durst und Hunger nach dir also irgendwie empfindet. Und habe einfach für ihn gebetet und wirklich für ihn persönlich gebetet. Und dann war er am nächsten Tag tatsächlich bei mir im Laden und meinte so, er spricht richtig gerne übers Jagen, so weit, dass er mich sogar überredet hat, mit ihm jetzt regelmäßig mitzukommen, also ein richtiger Evangelist fürs Jagen. Und er meint dann, hat übers Jagen gesprochen, eine Frage gehabt und sagt, aber ich habe noch eine zweite Frage. Und dann sagt er, ja, dann meint er, ich habe so das Empfinden gehabt, ich möchte Gott näher kommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass du die richtige Person wärst, zu fragen, ob du mich nicht näher zu Gott bringen möchtest. Und ich habe mir, also erstmal, das Krasse an Gebet ist ja so, dass wir beten für Dinge, aber wir sind die Ersten, die überrascht sind, wenn es tatsächlich passiert. Ja? Also es ist so, wir glauben ans Gebet, bis es passiert und dann sind wir überrascht und sagen, wow, es passiert tatsächlich. Ja? Und ich war mega überrascht. Ich dachte mir, das war schon richtig schnell. Ne? Also am nächsten Tag, es waren glaube ich nicht immer 12 Stunden dazwischen. Und habe ich gesagt, hey, folgendes, Joey, also sehr gerne erstmal, also das ist meine erste Antwort, das ist richtig gerne, also ich fühle mich sehr geehrt, aber, wie gesagt, also bisher hat mich noch nie jemand so direkt gefragt, ja, also bisher war es immer so, man hat es so langsam gemacht, aber dass jemand zu mir kommt und so direkt fragt und wirklich drum bittet, dass wir so eine Jüngerschaft machen oder sowas, ist für mich absolut neu. Also was für dich neu ist, ist genauso neu für mich. Das heißt, wir beide werden jetzt was Neues beginnen. Aber absolut ja. Und genau, und ich denke, eine Sache, die uns klar sein muss, ist Jüngerschaft, ne, ist ein Prozess. Ne? Also sein Leben ist nicht von einem Moment auf den anderen jetzt perfekt geworden. Ne? Und es gibt gewisse Dinge, die er vielleicht noch tut, die nicht perfekt sind, und es wird ein langer Prozess sein. Selbst, ich habe heute noch darüber gelesen, wie Jesus sagt, jetzt Matthäus 17,17 sagt er, die Jünger kommen zu ihm und er sagt irgendwann, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ne? Ich meine, selbst Jesus hat gemerkt, weiß, dass Jüngerschaft länger dauern kann. Aber ich möchte uns auch ermutigen, ich denke, außer dass wir manchmal vielleicht die Liebe nicht für die Leute haben oder den Wert des Evangeliums nicht kennen. Ich denke, das Nächste, was uns auf dem Weg ist, ist Jüngerschaft, ist Arbeit. Ja, Jüngerschaft ist nicht, hey, jetzt habe ich darüber gesprochen und gehe ich zum Nächsten, sondern Jüngerschaft ist Arbeit. Es ist aber eine so wiedergebende Arbeit. Es ist etwas so Kostbares, es ist etwas so Schönes, wenn wir sehen, wie ein Leben Stück für Stück verändert wird und jemand Stück für Stück Gott mehr kennenlernt. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, dass wir uns diese Arbeit stellen. Und dass wir uns, auch wenn es mal hin und wieder, ne, und das ist eine Achterbahnfahrt manchmal mit Jüngerschaft, ne, aber dass wir uns diese Arbeit stellen und dass wir uns nicht zu schade sind für diese Arbeit, dass wir uns bewusst sind, dass es Arbeit ist, aber dass es etwas ist, das notwendig ist. Und wie gesagt, also zurück zu Matthäus Kapitel 9, ich finde es so schön, wie er hier sagt, was fehlt, ist tatsächlich Jüngerschaft. Er sagt, was die Leute brauchen, ist nicht jemand, der kurz mal die Nachricht übergibt und dann abhaut, sondern er sagt,
Er hatte Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie Schafe, die keinen haben, der sich um sie kümmert. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich, dass wir diejenigen sind, die diese Hoffnung bringen und dass wir diejenigen sind, die wir brauchen keinen Titel, um Hirten zu sein. Wir brauchen keinen Titel, um Pastoren zu sein. Wir brauchen kein Gemeindegebäude, um Leute in Jüngerschaft zu führen. Also es gibt nichts, was uns auffällt, das möchte ich damit sagen. Ne? Und vielleicht fangen wir wirklich auch an, wie mit Joey, dass wir einfach mal einen Namen ins Gebet bringen und sagen, Gott, ich möchte diese Person sehen, wie sie dich erfährt. Ich möchte diese Person sehen, wie sie das Leben mit dir beginnt. Ne, wenn wir das Wort lesen und sehen, dass Gott uns ein Leben anbietet, er sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Es gibt nichts in der Welt, das irgendwas Besseres anbieten kann als das. Es gibt nichts auf der Welt, das mehr Hoffnung bringen kann. Es gibt nichts auf der Welt, das mehr Freiheit bringen kann. Frieden. Ja, also es gibt so viel und es sind alles so Worte, die wir so einfach so aussprechen, aber es ist so wahrhaftig und es kann so real werden in unserem Leben oder ist so real in unserem Leben. Deshalb möchte ich uns ermutigen, lass uns diese Hoffnungsbringer werden. Lass uns nicht zu schade sein, erkennen, wie viel das wert ist, was wir in unseren Händen halten. Und wie gesagt, auch manchmal greifen uns Leute an, manchmal verletzen uns Leute, aber lass uns die Person lieben, die Sünde hassen, aber die Person lieben. Ne? Sehen, was Jesus in ihnen sieht und auch erkennen, dass wir diese Person, wir waren mal oder wir sind vielleicht diese Person. Die Bibel sagt, dass Jesus uns geliebt hat, wo wir noch Feinde waren. Ne? Und lass uns diejenigen lieben, die sich so anfühlen, als wären sie Feinde. Ne, lass uns die Sünde hassen, aber den Menschen lieben und wirklich diejenigen sein, die Arbeit reinsetzen und wirklich sagen, okay, ich nehme es auf mich und ich möchte für diese Person kämpfen und ich werde mich nicht davon abhalten lassen. Lass uns wirklich erkennen, es ist Arbeit, Jüngerschaft ist Arbeit, aber es ist was für ein Privileg. Ne, Paulus sagt, mir ist diese Gnade gegeben worden, ich darf diesen Reichtum weitergeben. Wie cool ist es, dass wir dürfen andere Leute reich machen. Ich finde es mega. Also wirklich, es gibt kein größeren Reichtum als den wir in Christus finden. Amen. Hey, wir sind reich und wir dürfen Leute reich machen. Halleluja. Cool, lass uns dafür beten. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Hoffnung, die wir in dir finden, Gott. Danke dafür, dass du Hoffnung bist in unserem Leben, Herr. Hey, bitte ich führe und leite uns. Lass uns erkennen, wie reich wir sind und wie reich das ist, was wir in dir finden, Herr. Herr, lass uns erkennen, das Privileg, die Gnade, die uns gegeben worden ist, Herr, diesen Reichtum weiterzugeben. Herr, bitte ich führe und leite uns. Lass uns auch dieses Herz haben, Herr, das du für Menschen hast, Herr. Herr, lass uns diese Liebe für Menschen in uns tragen. Ich bitte dich, Herr, dass da, wo Veränderungen in unserem Leben passieren muss, Herr, oder wo Dinge noch sind, die nicht zu dir gehören, Herr, nimm sie aus unserem Leben raus. Wir möchten die Dinge in unserem Leben haben, die von dir kommen, Herr. Dein Wort sagt, dass alles, was gut und alles, was vollkommen ist, kommt von dir, Herr. Herr, wir möchten Ja sagen. Wir sagen Ja, Herr, zu all dem, was gut und vollkommen ist, zu all dem, was von dir kommt, Herr. Und Nein zu all den Dingen, die nicht von dir sind, Herr. Wir bitten dich, Herr, lass uns wirklich das Leben leben, das du für uns vorbereitet hast, Herr. Dieses Leben im Überfluss, dieses Leben in Freiheit, Herr, dieses Leben in dieser Freiheit, den Nächsten lieben zu dürfen, Herr, den Nächsten lieben zu können, Herr, vergeben zu können, Herr. Bitte lass uns tiefer und tiefer an dem gehen, was du für uns hast, Herr. Herr, wir lieben dich, Herr, und wir sagen Ja zu dir in Jesu Namen. Amen. Amen.